Okay, liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Episode. Und in dieser Episode wird ein bisschen gebaut. Denn einerseits will ich hier Gerbstedt mit Maschinen endlich mal beliefern. Und wir sollen hier die Strecke erweitern nach Witzenhausen. Das ist so ein komischer Name, aber bis dahin werden wir die Strecke erweitern, gehen hier so runter, machen hier eine Kurve, hier den Bahnhof rein. Und dann geht es dann hier weiter nach unten, über den Fluss hier drüber nach Riedberg. Und für die Maschinenproduktion, wenn wir hier diesen Standort nutzen, ich habe hier unten schon mal angefangen mit dem Eisenerz hier zum Stahlwerk. Und dann werden wir hier oben Holz, Bretter, dann hier runter und dann auch Kohle hier runter. Das werde ich alles mit dem Bus machen und werde dann auch hier ein Güterterminal bauen, Eisenbahnterminal, damit man dann einerseits mit Bussen nach Witzenhausen fahren könnte und dann mit dem Zug nach Gerbstedt. Und dann werde ich hier den Güterbahnhof bauen. Außerdem werde ich den Mod installieren bzw. aktivieren. Installiert ist er schon. Natural Town Grow. Das heißt, die Stadt wächst ein bisschen natürlicher und schneller. Das wird einen sehr großen Impact haben. Die Städte werden wesentlich größer werden und wir haben viel mehr Traffic dann auf den Strecken, wenn wir viel mehr Leute haben. Ah, da hinten ist schon ein bisschen was los. Na, wobei es geht. 72 auf 34. Ja. In dieser Episode werde ich mal kein Speedbuild zeigen. Ich weiß nicht, ob das so gut ankommt bei euch, die ganzen Speedbuilds. Bauen braucht natürlich sehr viel Zeit hier drin, vor allem bei mir, wenn ich dann mit Details mich beschäftige. Mache ich diesmal nicht. Wenn ihr doch die ganzen Speedbuilds sehen wollt, wie ich die Sachen baue, schreibt es mir einfach gerne in die Kommentare, dann zeige ich die natürlich vermehrt. Aber jetzt erstmal ein kleiner Cut und dann seht ihr das finale Produkt, was ich da gebaut habe. So, liebe Leute, da bin ich auch wieder da und ihr seht, es hat sich ein bisschen was getan. Einerseits habe ich hier ein Güterterminal gebaut. Ich dachte mal, ich mache mal was anderes, und zwar mit dem hier. Da gibt es schon automatisch den Straßenanschluss mit dazu. Also das Ganze hier ist eine Einheit mit zwei Gleisen und da fahren auch schon Züge bzw. ein Zug. Und hier hinten, die Strecke ist jetzt endlich fertig. Und habe hier den Hauptbahnhof erstmal platziert. Hier gehen wir von zwei Gleisen auf vier. Also quasi zwei in die Richtung, zwei in die Richtung. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das so lassen werde. Momentan ist es so, dass ein Intercity bis hier hinfährt und hier wieder retour. In Zukunft wird die Strecke dann irgendwann in die Richtung weitergeht. Soll er hier einfach durchfahren. Aber fürs Erste hier rein. Ja, und dann Maschinenproduktion habe ich fertig gemacht. Also einerseits hier ist ein Fährbetrieb zwischen den beiden Standorten hier. Bringt vor allem hier diese Stahldinger da hier rüber und von da die Kohle hier runter. Das läuft sehr gut. Hier gibt es ein Transferterminal nach da und das schauen wir uns jetzt gleich an. Hier oben alles mit LKWs. Ich habe irgendwie Busse gesagt beim Intro. Aber hier, ja, hier alles mit LKWs von da, nach da unten und Kohle nach da unten. Ja, das haben wir ja schon gesehen hier unten. Generell, die Städte sind extrem gewachsen. Wenn wir uns hier mal die Statistiken ansehen, Diagramme, hier ist der Mod aktiv gewesen mit dem Natural Town Grow. Und schaut mal, wie das hoch explodiert ist. Ich hoffe, das flacht noch mal ein bisschen ab. Das ist fast bei jeder Stadt so. Das ist richtig explodiert. Da Heilsbronn. Das ist brutal. Ich habe auch hier mehr Züge auf die Strecke schicken müssen, also Holzzug ist noch einer mehr. Dann hier bei der Intercity-Verbindung ist es ein zweiter Intercity, genau gleich wie der erste. Auch hier bei der Intercity-Verbindung ist es ein zweiter, weil ansonsten kommt der Demand hier nicht mehr hinterher. Und den Benzinzug hier, den habe ich auch verlängert. Der, wenn wir mal ganz kurz reinschauen, na, jetzt seht ihr Benzin, da ist er gerade, bei der Ausfahrt. Habe ich jetzt mal länger gemacht. Nach wie vor mit der gleichen Lok. Aber ansonsten kommt auch der nicht mehr nach. Und in dem Abschnitt hier, da ist jetzt gerade so viel los, dass teilweise hier schon staut. Da werden wir vermutlich mittelfristig auf vier Gleise ausbauen. Oder wir machen hier eine Highspeed-Verbindung. Aber ja, es ist brutal viel los. Was aber auch schön ist, damit einfach hier mal ein bisschen Traffic ist. Nein, da. Ach ja,
Bei ein paar Zügen habe ich hier die Wagen ausgetauscht. Zu den hier. Nicht bei allen. Aber die haben einfach viel mehr Kapazität. So. Also, das neue Güterterminal, für das habe ich am nächsten Zeit braucht, das ist das hier. Und ich finde, das ist gar nicht mal so unschick geworden. Das ist der größte Ringlokschuppen, den man hier so bauen kann. Dachte ich, den pflanze ich mal da rein. Dann mit ein paar Class 37s, 47s, etc. Eine Deltic. Eine Dieseltankstelle zum ersten Mal. Habe ich die jetzt mal hier nutzen können. Dachte, das passt ganz gut, wenn man das hier so reinmacht. Güterwagen, die dann hier auf der Strecke unterwegs sind. Das Stellwerk. Hier noch mehr Güterwagen. Ja, und hier so ein bisschen Baugerümpel, Fahrzeuge, damit das nicht so leer aussieht. Eventuell mache ich da noch ein bisschen mehr, also gerade mit der Deko und so. Und hier vielleicht noch so einen Straßenanschluss. Aber fürs Erste, glaube ich, sieht das ganz okay aus. Und dann geht es hier dreigleisig rein. Das ist der Güterbahnhof hier. Und da habe ich ein bisschen gecheatet. Hier haben wir eine Plattform, wo die Loks auf die ganzen Gleise wechseln können. Dachte ich, mache ich mal. Und die Gleise hier rein, die gehen eigentlich auf den Bahnsteig. Man sieht es jetzt hier. Aber ich wollte es mal so machen. Ich dachte, das sieht ganz cool aus. Eventuell werde ich den Bahnsteig umstellen, dass man hier die Güter nicht mehr sieht. Und werde die selber platzieren. Also die hier. Da so verteilt. Damit wir hier nicht so einen Glitch haben. Aber ansonsten, die Züge fahren einfach hier komplett rein. Also ein bisschen einer jetzt erstmal. Und bringt die dann weg. So erstmal das Design. Was ihr jetzt noch nicht gesehen habt, ist der neue Intercity. Was ist der vermutlich jetzt hier drin? Wo ist denn der neue Intercity? Das ist mal unser Regio, der hier am Reinfahren ist. Wo ist er denn? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Ich hab den auf die Strecke geschickt. Moment mal. Intercity 3? Intercity. Ah, habe ich noch nicht. Das war ja nur die Testfahrt. Okay, ja, dann schickt man den jetzt erstmal auf die Strecke. Und zwar will ich den erstmal elektrisch machen. British Rail Class 86, die kostet aber schon mit 10 Millionen. Eine einzige. Nein, weil wäre dafür zwei Loks 20 Millionen. Das ist Schweiz. Was kostest denn du? 9 Millionen, das ist ja nicht gerade viel besser. Ich würde sagen, ab 1954 eine Class 76. Die bei der Woodhead Line früher mal gefahren sind. Und dann, glaube ich, sind sie nach Belgien exportiert worden. Da haben wir zwei von denen, sind halt nicht gerade die schnellsten mit 105. Und dann werden wir uns hier noch eine Intercity-Konfiguration ab, also bei 1967, also gehen wir mal hier rein. Etwas längeres. Und zum Beispiel 176 Meter, wie lang bist du? 156 Leute. Ja, warum nicht? 21 Millionen kostet der ganze Spaß. Schicken wir mal auf Intercity 3. Was hast du jetzt für ein Problem? Es konnten nicht alle Haltestellen miteinander verbunden werden. Warum denn nicht? Das hat eigentlich vorher noch funktioniert. Mal ganz kurz Autofix. Das geht nicht. Ah, dann liegt es vermutlich an dem Umbau hier. Na, das ist eigentlich eine Doppelweiche. Der kommt da rein. Und wenn er dann hier wieder rausfährt, dann kann er eigentlich hier auf die andere Seite drüber. Nö, das verstehe ich jetzt gerade nicht, warum... Oberleitung. Das ist das. Na. Ah, es war die Oberleitung. Alles klar, jetzt funktioniert das. Weil das alles hier ohne Oberleitung ist,
Da will ich mit Dieseltraktion rumfahren. Hier elektrisch. Okay, dann funktioniert das. Dann gehen wir nochmal zurück. Wo ist sie denn? Und los geht's. Die erste elektrische auf der Karte. Gehen wir mal gerade ran. Ah, blödes Autosave. Steht auch so in der Lackierung im Museum. Nice. Okay, First Class hier. Ist auch ein Restaurant hier drin? Ist alles Abteil. 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 Das könnte das Restaurant sein. Wobei, na, das sind glaube ich die normalen Compartments und Gepäckwagen hier hinten. Alles klar. Dann ist der mal unterwegs. Wir tun mal ein bisschen nach vorne spulen. Schauen wir uns das mal hier an, wie der da einfährt. Hä, wieso fährst denn du jetzt so? Wie kommst du dann auf die andere Seite jetzt hier rüber? Warum jetzt hier rein? Was macht denn der? Der kommt... Okay, das verstehe ich nicht, warum er das jetzt gemacht hat. Der kommt ja jetzt hier nicht runter. Ja, jetzt hat er natürlich den Fehler. Wieso hast du das gemacht? Du hättest hier reinfahren sollen. Warum nicht? In der Oberleitung wird es jetzt hier nicht fehlen. Da ist alles drin. Okay, ich weiß nicht, warum er das gemacht hat, aber dann werden wir das jetzt... Na, weißt du was, wir werden dich jetzt mal verkaufen. Werkzeuge, aber sie dich alles haben wollt. Wir nehmen jetzt nochmal, warte mal, 1960. Das war jetzt der hier, oder? Elektrisch. Wo sind die jetzt? Ah, da. Einmal. Das war jetzt... Ja, so. Ah, bei dir sind jetzt die Stromabnehmer oben. Einmal mit Schiff ganz noch nichts. 21 Millionen. Intercity 3. Bitte fahr nach rechts, bitte fahr nach rechts. Okay, dann schauen wir uns das mal im Speed an. Okay, die Kamera ist ein bisschen zu hoch. Mein Sehen. Hat aber noch ein geiles Motorgeräusch. So, da geht's zum Güterterminal. Ah ja, die ABS-Magneten habe ich hier noch platziert. Da ist der andere Güterzug, den schauen wir uns auch noch gleich an. Und in die letzte Kurve mit dem Abzweig zum Güterterminal. Und hier wird es dann viergleisig. Wieder ein richtig modernen Bahnhof hier. Geschmackssache vom Design her. Aber ja. Der andere Güterzug. Gehen wir mal hier wieder auf Normal Speed. Wo ist er denn? Ah, steht jetzt gerade hier drin. Habe ich die Lok hier drin? Das ist eine. Jetzt muss ich mal kurz nachschauen. Ne, British Class 42 Warship. D801 Vanguard. Schönes Ding. Ah, übrigens, hier das Terminal. Der kann sowohl mit Zügen befahren werden, als auch mit Bussen. Da sind hier so Einkerbungen drin, unsichtbare. Soll dann so aussehen, als mit der LKW dann hier so reinfahren und parken auf der Fläche da. Aktiv am Mitladen. Ja, genau, hier sieht man es jetzt ganz kurz, dass er dann hier so reinfahren kann. So, Diesel-Sound. Hören wir uns das mal ganz kurz an. Nice.
was wir jetzt bei dem nochmal machen werden, wenn wir ein bisschen vorspulen. Die gehen wir auch mal weg. Wir werden uns da die Einfahrt ins Güterterminal anschauen. Die habe ich selber noch nicht gesehen aus Perspektive von dem Zug hier. Naja. Was ist eigentlich die Höchstgeschwindigkeit? Du darfst. Ja, immerhin, 120 darf er fahren. Das ist ja gar nicht mal so langsam für einen Güterzug. Bei den Städten muss ich dann entsprechend mal das Tramnetz anpassen, bisschen erweitern. Die werden jetzt ein bisschen zu groß. So, da, ich würde sagen, ab da, wenn wir mitfahren. Das ist ein bisschen schneller. Ab in den Tunnel. Da sind jetzt mal den Motor fast gar nicht mehr. So, und das ist unser Terminal hier. Ja, ich würde sagen, das sieht eigentlich noch ganz okay aus. Jawohl. Ah, da hat es wieder einen Audio-Glitch. Schade, schade, schade. Bei der Mitfahrt kein Ton. Ja, nur das Windgeräusch. Ja, soweit bei das. Ich glaube, als nächstes werde ich mir hier die Trams anpassen, beziehungsweise mehr Linien. Also vor allem hier in Gerbstedt. Und hier, wie schauen wir da aus? Ja, wäre auch schon mal nötig, dass wir hier mal erweitern. Das könnte man eigentlich gerade jetzt schon machen. Die jetzige Linie. Genau, einfach hier draußen erweitern. Einmal ein Werkzeug upgraden. Ich möchte hier entlang fahren. Und dann machen wir hier draußen den Halt. Und hier hinten machen wir hier den Anschluss. Einmal so. Alles klar. Häuschen. Einmal hier. Einmal hier. Einmal hier. Auch und einfach nochmal hier. Perfekt. Dann haben wir hier eine größere Abdeckung. Hier können wir wieder auf normal Speed gehen. Also von da nach da. Einmal so rum. Und das in beiden Richtungen. Gut. Heilsbronn-Linie 2. Tram-Depot. Das ist das hier. Haben wir Linie 2 hier? Ne, geht aus der 3er los. Ist egal. Nehmen wir hier die 4-6 Mirage. 5 Stück. Auf der Linie 2. Na toll. Ich habe irgendwo Tramgleis elektrisch vergessen. Und zwar hier. So wie es aussieht. Ah, und hier. Jetzt soll es aber passen. Ja. Wunderbar. Wieder auf Play. Wie schauen wir bei Lion City aus? Oh, da. Es ist ja extrem da unten gewachsen. Das ist mir da gar nicht aufgefallen. Holy smokes. Wow. Dann werden wir hier genau das gleiche Spiel machen. Der erste Halt ist da, dann hier ein Halt. Ich würde gerade sagen, hier. Hier drüber können wir nicht. Wie sieht es hier mit der Steigung aus? Das sieht okay aus. Dann werden wir hier nochmal halten. Und einmal ganz oben. Da wird sich die Trauma aber freuen, hier vom Berg rauf zu fahren. Und dann machen wir hier nochmal einen Halt. Ein bisschen unnötig, aber ich hätte es gern besser abgedeckt. So, genau. Hilft dann auch noch mal einen Push geben mit den Fahrgästen mit der Abdeckung. So, Lion City 302.
Und bevor ich das mache, wäre natürlich Tramgleise nicht schlecht, dass ich die mal platziere. Und da hätte ich jetzt schon wieder einen Fehler gehabt. Ich glaube, du fährst erstmal so hier rauf. Du safe. Sieht ein bisschen unschön aus, wie der da so rauf fährt. Aber ja. Ist ja dem Berg geschuldet und der KI, wie die hier die Straßen verlegen. Na? Okay. Schauen, ob ich alles erwischt habe. VWZ, machen wir hier mal die Linie 4, wenn wir können. Nummer 6. Cool. Dann fehlt jetzt, warte mal, wie viele Leute sind denn da jetzt? Na, ist überschaubar. Hier haben wir 104 Leute beim Caledonian Sleeper. Fährst du da gerade ein? Nee. War fast Doppeleinfahrt. Ja, wenn wir dann mehr Services haben, dann ist hier mehr los. Das wird dann ziemlich sicher ziemlich geil ausschauen. Hier mit der Tram. Die fährt jetzt so. Ja, wir werden jetzt mal... Soll ich da eine Busverbindung machen? Für die Abwechslung. Ja, warum eigentlich nicht? Machen wir da eine Busverbindung. Hier die Straße werden wir noch verbinden, damit er da so rüberfahren kann. Und einmal hier. Hier haben wir einen Halt. Lassen wir das erstmal. In dem Fall aber nur in einer Richtung. Einmal so. Das ist dann Gerbstedt Linie 2. Was machst denn du im Tramdepot? Verkaufen. Busdepot. Jetzt war das hier unten. Passagier. So ein Streakbus MB200. Wo kommt denn der her? Jetzt sind wir erst dann als Streakbus, Regionalbus, was die wollt bei den Ortsten Base in der Amazon Chassis bei DAF. Dutch Public System. Alles klar. Linie 2. Denn du wieder? Was ist dein Problem? Es kommt nicht. Hä? Warum? Gerbstedt Abzweig 1, 2, 3, 4. Der hat ein Problem mit der Haltestelle hier. Ah. Okay. Einmal gelöst. Oder hier einen falschen Perron ausgewählt. Wobei, mit dem Bus müsste er ja auch unten reinfahren können. Okay. Werde ich mir nicht weiter hinterfragen. Das wäre dann das. Und, boah, wir schwimmen im Geld. Da kann ich gerade mal die ganzen Schulden zurückzahlen. Boah, dieser Sound. Okay, keine Schulden mehr. 24 Millionen, das macht's Bauen einfach viel leichter. Und das meiste Geld kommt jetzt einfach von der Anlage hier. Kann man mal hier so gucken. Da, Holz mit einem größten. Der Intercity macht jetzt ganz gut. Werkzeug da hinten 4 Millionen, zweimal. Und dann hier Eisenerz 3 Millionen, Bretter. Ach, das macht ganz gut. Dann können wir jetzt noch ein bisschen mehr Spaßfahrten machen, weil das schön gepuffert wird. Und ich denke mal, es wäre schon schlau, wenn wir hier noch eine Zugverbindung haben. Für das ganze Geschmöß. Aber sie fragt, wie wir dann hier reinkommen. Da müsste ich vermutlich das hier hinten alles abreißen. Dann wird es ein Durchgangsbahnhof hier. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das machen will. Weil. Das läuft eigentlich ganz gut. LKWs haben auch ihre Daseinsberechtigung. Ich muss nicht alles hier mit den Zügen machen. Aber schön wär's. Stichwort Werkzeug.
hier wird es jetzt beliefert, hier wird es beliefert. Hier bräuchte man noch die Tools, also Werkzeuge, Entschuldigung, nicht die also Maschinen sind hier drin, aber hier das Werkzeug müssen wir noch hier hinkriegen. Da hätten wir auch eine Produktionsfirma hier hinten. Das heißt, wir müssen da Holz hinbringen. Das könnte man mit einer Cargo-Tram machen. Und dann hier wieder runter. Dann haben wir hier schon mal drei Sachen. Fehlen auch die Baubahn. Ja, machen wir das mal als nächstes mit der Cargo-Tram. Okay, liebe Leute, ich habe mich jetzt ein bisschen umentschieden. Wir machen jetzt erstmal was anderes. Wir werden an der Eisenbahnstrecke weiter, bevor wir jetzt hier hinten das mit den Gütern machen. Und ja, mir ist klar, eine Industrie hätte gefehlt. Ich hätte dann noch eine platziert oder die verändert, damit das funktioniert hätte. Mache ich vielleicht auch noch, aber zuerst was anderes. Ich habe ja hier mal diesen kleinen Haltepunkt hier hingebaut. Und ich habe ziemlich Bock, da irgendwie so einen kleinen Regionalzug hier hinfahren zu lassen. Und zwar mit der Idee, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt, ich habe so ein Abstellgleis hier gemacht. Mit einer Class 08, die da quasi vor sich hin verwittert. Das haben wir wieder abreißen und lassen da wirklich einen Zug reinfahren. Das heißt, wir müssen das hier mal von dem ganzen Gebüsch hier befreien. Ungefähr so. Und dann brauche ich hier hinten einen Schattenbahnhof. Vielleicht ziehen wir das noch ein bisschen. Na, ruhig mit 20. So ein bisschen weiter. Ungefähr so. Und dann einen Schattenpersonenbahnhof. So, da. Ohne Oberleitung bitte. Dankeschön. Perfekt. So. Dann kann der da reinfahren und wenn er zurückfährt, dann bleibt er hier stehen und fährt dann wieder in die richtige Richtung. Da brauchen wir also entsprechend noch ein Signal für die Ausfahrt. Hier so. So, das wird genügen. Und ich hoffe, das ist auch hier lang genug. Und damit Leute auch hier wirklich mitfahren wollen, werden wir hier so ein Magnet platzieren. So ein Personenmagnet. Als Lampe. Sprich, die wollen dann dahin. Das ist wie so ein Point of Interest. Residential. Wo fällt es denn am wenigsten auf? Ich würde sagen, hier so. Ja, perfekt. Das heißt, das ist im Einzugsgebiet. Und dann müssen wir Heilsbronn hier den Bahnhof umbauen. Und ich würde sagen, da machen wir wie so regional, Regionalbahnsteig. Gleise. Standard Holz bitte. 40. Gerade zweimal. Was ist denn jetzt schon wieder? Ah, keine Bahn. Okay, das war vermutlich wegen dem. Und noch einmal Plattformen. Sloped and Snow. Asset Turn. Interessant. Ja, aber mit dem werde ich jetzt noch nicht arbeiten. Wo sind denn die Standarddinger? Kinkos, man hat Plattformen. Passenger Brown. Ah, wir haben hier grün. Wenn wir das hier mal so machen. Wie kommt die jetzt da drüber? Über das hier? Oder müssen wir hier so einen Zusatz machen? Ja, machen wir das so. Dann kommen die hier rein. Und dann ist das so quasi für Regionalverkehr hier. Und entsprechend braucht man da noch eine Verbindung. Ich würde das nach wie vor mit 40 lassen. Ob ich das da hinkriege, dass ich da ein Depot bauen kann? Das wäre jetzt ideal. Na, falsche Richtung. Nice. Sehr gut. So, hier 40. Und hier soll er mal kreuzen können. Dann hat er hier alle zwei.
Und wo fahren wir jetzt hier rein? Also hier kommen wir hier runter. Er kommt dann von da. Jetzt ziehen wir das hier mal noch ein bisschen so, ja, in die Richtung. Ich würde sagen von da. Hier so. Okay, dann machen wir hier noch einen sauberen Anschluss. So weit wie es nur geht, ziehen sehr gut. Und auch hier noch. Ja. So. Sieht das halbwegs anständig aus? Ja, ich würde schon sagen. Und hier braucht man Doppelkreuzweiche und selbstverständlich Signale. Signal bei dem hier, glaube ich, würde ich ein Rangiersignal hinbauen. Und dann würde ich Two-Aspect hier bei den Gleisen da einmal oder zweimal und ein Ausfahrsignal hier. Perfekt. So, drei. Also. Einmal von da nach da. Nach da. Dann wieder nach da. Und wieder Retour zu. Hey, Moment, wo bin ich jetzt? Da. Aber das macht er eh von alleine. Sehr gut. Bei Plattform 1 würde ich sagen, bleibst du mal mindestens 3 Minuten stehen. Bei Plattform 3, das wäre hier das Abstellgleis, bleibst du 4 Minuten stehen. Dann fährt er hier wieder auf 4. Das soll er so schnell wie möglich wieder wegfahren, weil er sonst hier blockiert. Und dann wieder hier runter. Cool. Jetzt haben wir hier Regio Service 01. Perfekt. Coole Sache. Zugkomposition, Diesel, Class 104, die wäre jetzt gerade ideal für sowas. Zuka Engine, Two Engines, Freecar? Machen wir es mal in die Class 104, Freecar, und ich hoffe, das ist nicht so lange. Entschuldigung, ich habe gerade räuspern müssen. Auf den Regio-Service. Und da ist sie auch schon. Sag beschriften? Ah ja, da war ich eine Beschriftung drauf. Okay. Ein bisschen laut. So, da. Dann düs mal los. Ich will mal schauen, ob das jetzt da hinten aufgeht. So wie ich mir das vorgestellt habe. Da kommt der Intercity vorbeigerauscht. Oh, du bist aber echt langsam. Ah, wir werden das mal hier kurz umstellen. Ob ich jetzt da... Ich glaube, ich habe nämlich die One-Engine-Variante genommen. So, Two Engines. Dann ist der schon mal schneller. Ja, und hier ist jetzt natürlich der Stau. Das ist ein bisschen ein Knackpunkt hier mit nur zwei Gleisen. Und ich tue dem jetzt nichts Gutes, indem ich jetzt hier noch einen Regio-Service auf die Strecke schicke. Okay, gehen wir mal zu unserem Bahnhof. Ich will mir das mal hier geben. Ja, das müsste sich locker ausgehen, dass der da reinfährt. Hier wird es ein bisschen spannend. Mein Sehen! Es ist schon irgendwie cool, dass hier so viel los ist. Jetzt gefällt mir wirklich. Neue Industrie, ja, schön. Was soll denn jetzt wieder warten? Ach, wie? Jetzt oder wie? Ja, ich muss hier ausbauen.
Ach, das war's wieder. Benzin. Das ist auch noch kommen. Boah, krass. Viergleisiger Ausbau. Oh, da ist er. Geht es aus von der Bahnsteiglänge? Naja. Steht ein bisschen über. Aber das passt schon. So, dann machen wir die Tür wieder zu. Und fahren mal da wieder rein. Ja, haben wir gerade einen Intercity aufgehalten mit der Aktion. Cool. Passt, es funktioniert also wie geplant. Er fährt jetzt durch und er bleibt jetzt ein bisschen stehen. Und fährt dann wieder retour. Ich bin mal gespannt, was das an Attraction zieht mit dem Point of Interest. Vielleicht haben wir sogar schon ein oder zwei Leute, die da mitfahren wollen. Sieht aber nicht so aus. Nö. Aber ja, schaut doch mal das Geld an. 36 Millionen, also das können wir uns leisten, dass wir hier so Spaßfahrten machen. Soll ja ein bisschen authentisch hier wirken. Coole Sache. Kleines Update zwischendrin. Ich habe den Intercity 2 hier zwar angepasst. Und zwar mit einer Class 47 am Anfang und einer hinten. Und einer anderen Set für die Personenwagen. Das hat jetzt eine Kapazität von 190. Die sind jetzt hier unterwegs und bei dem Caledonian Sleeper, unserem Schlafservice, der hier alle 5 Minuten losfährt, da habe ich jetzt ebenfalls einen zweiten Zug auf die Strecke geschickt. Ich hoffe, das wird sich nicht stauen, weil der Demand recht hoch ist. Der hat 120 von der Kapazität, das sind schon 161. Hier hinten, da ist er vorhin gerade abgefahren. Naja, da geht es jetzt noch. Aber ich dachte, ich schicke einen zweiten auf die Strecke, aber den Intercity. Mit den zwei Class 47s, da sind es jetzt. Ist das die beiden Intercity? Ja, Intercity Nummer 1 und Nummer. Ach nee! Das ist der Sleeper Service. Der fährt da jetzt gerade. Jedenfalls, die haben jetzt hier gleich eine Begegnung und ich dachte, wir stellen uns mit der Kamera mal kurz hier hin. Vielleicht. So? Mit dem Kameratool? Video. Das bisschen hier unten. Und schauen uns das mal ganz kurz an mit der Class 47. Ist eine echt schöne Look. Und nach wie vor heute im Einsatz. Nice. Ihr müsst euch mal das Geräusch von der anhören. Halt, so. Ja, jetzt ist leider schon fast auf Fullspeed. Aber ich denke, das klingt doch alles ein bisschen schlecht. Perfekt. Und vom Timing her passt es eigentlich ganz gut, dass sie so auseinanderfahren. Dann gehen sich die nicht im Weg um. So viel mal zu dem. Ja, jetzt wird es langsam stressig hier auf der Karte. Ich bin nur am überlegen, wie ich das hier mit den anderen Industrien hier noch am geilsten mache. Wie man das anschließen kann. Oben. Vielleicht können wir das auch ignorieren, weil jetzt haben wir so viel Geld und bauen einfach unser Bahnnetz mal aus. Und zwar würde ich sagen, bauen wir die Strecke von Witzenhausen weiter aus nach Riedberg. Und da machen wir eine Plattform für Regional- und Intercity-Verkehr, damit der eigentliche Intercity hier durchbrettern kann und dann erst hier wendet und wieder retour fahrt. Und dann kann man sich noch überlegen, naja, wobei der Bahnhof ist jetzt nicht wirklich geeignet für Regio-Service. Rein schon von der Aufteilung her. Na, wir machen so, das wird ein Durchgangsbahnhof werden oder immer sein. Dann haben wir Intercity, der vielleicht auch mal durchfährt. Und Regio-Express, der einfach hier hält und weiterfährt nach Riedberg. Und dann von Riedberg weiter nach Geht's hart. Wobei, na, das war ich unbedingt. Das ist ein blöder Name. Oh, Düsseldorf. Oh, da könnte man dann wieder hier so eine Art Abzweigung machen. Nach darunter. Großer Kopfbahnhof hier.
Warte mal, habe ich nicht den Bahnhof von Düsseldorf? Das war London King's Cross, das war Leipzig. Oh, Leipzig könnte man natürlich auch mal bauen. Das war noch interessant. Ne, habe ich nicht. Okay. Nur mal das Interesse. 18 Gleise plus 2 plus 4. Alter, das ist ja wieder so ein Monster. Holy shit. Also 24. Fuck. Das wollte ich jetzt gar nicht. Na gut, dann gehen wir uns mal so kurz angucken. Boah, wo stelle ich dich denn hin? Der wäre eventuell was für Lion City. Aber die Hauptstrecke ist dafür halt überhaupt nicht ausgelegt. Das ist ja alles zweigleisig. Stichwort zweigleisig. Ich werde jetzt, bevor wir jetzt die Strecke da hinten weitermachen, ich weiß nicht, ständig meinen Plan ändern, werde ich hier eine Abkürzung bauen. Irgendwie von da, da so rüber, um den Part hier, wo recht viel los ist, zu umfahren. Und dann hier trotzdem zweigleisig weiter. Okay, das baue ich mal als nächstes. Sprich, für euch gibt es einen Cut und dann seht ihr, wie das dann fertig hier aussieht. Okay, liebe Leute, es ist geschafft. Die High-Speed-Verbindung nach Lion City, die Unterwerfung ist fertig. Ich nenne sie mal HST1, so wie es in England auch ein Äquivalent gibt, als High-Speed-Strecke. Wenn ihr euch fragt, warum ist es da jetzt gerade schon vierspurig, dachte, für die Zukunft sollen wir es vielleicht brauchen. Ich brauche eigentlich nur zwei, aber ich habe es jetzt schon mal vierspurig ausgebaut. Und die Connection hier, die ist nach wie vor da. Ich habe hier die zwei äußeren beiden Gleise, dass man hier noch die Connection hat, vor allem auch für den Regio-Service. Mit den Linien sieht es jetzt so aus. Wir haben einerseits den Regio-Service, der ab und zu mal fährt. Der Caledonian Sleeper nutzt hier momentan das äußerste Gleis und der Intercity in der Mitte, sprich pro Fahrtrichtung hier da zwei Gleise. Sieht eigentlich ganz cool aus hier nach unten. Hier oben eine Brücke drüber, ich wollte jetzt hier keinen Bahnübergang machen. Und damit ihr das mal kurz seht von der Streckenführung, eine ganz große Kurve hier. Dann kommen wir leider hier schon raus und dann gibt es hier Joint Venture mit der alten Strecke. Von dem vierspurigen werden wir, bevor wir mit der alten Strecke zusammenkommen, nochmal zweispurig, also hier. Das wird nicht so bleiben. Das ist erstmal zweckmäßig. Ich denke, ich hab einfach die Auslastung nicht, dass ich das noch anders hinbauen sollte. Also ist hier die ganze Güterlinie da drüben und ab da wird sich weiter wieder alles geteilt. Was ich jetzt noch gerne machen möchte, ist hier die Dampfloks austauschen, zumindest ein paar davon. Angefangen mit dem Intercity, wenn ich den mal irgendwo sehe. BR Intercity. Was ist denn du? Da. Geh mal kurz her. Mal weg. Die Lok ist schon recht alt. Da hätte ich gern was Schnelles. Wir schauen mal, was wir da so an Dampflokis haben. Dampf. Und zwar Englisch. Wir gehen mal nach Höchstgeschwindigkeit. Deutsche Lokomotiven. Die LNA 462 Peppercorn A1 in 1948 Auto Peppercorn went about designing a new R1 class of Pacific to start replacing the aging Grizzly Designs. Wunderbar. Die erste Intercity. Moment, was jetzt gar nicht austauscht. Okay. Dann war das schon mal die erste moderne Lok. Hören wir uns das mal kurz an. Die klingt schon mal nice. Aber wie mit so einem Schalldämpfer drauf. Okay, und beim zweiten Intercity, wo ist er denn? Da machen wir das gleiche. Ich hätte es eigentlich bei beiden gerade zeitgleich machen können. Von dir wird mir jetzt noch die Höchstgeschwindigkeit interessieren. Also ja, gut, na. Wissen wir ja schon. 145 wegen die MK1-Coaches da hinten. Na egal. Dann
hier der Holzzug. Das ist eigentlich schon ganz schnuckelig jetzt weiter. Aber was gibt es als Alternativen? Schauen wir mal. Das sind Express-Lokomotiven. Die würde ich eigentlich ungern nutzen für sowas. Das ist die andere A1. Die A4, glaube ich, war schon mal im Güterzugdienst. Die Mallard. 9F. Bitte schön, Standard, das klar. Ich nehme Fast Heavy Freight Over Long Distances. Ah ja, machen wir nicht. Machen wir mal den hier. Also ich will nicht jeden austauschen, aber ein paar davon. 9F Evening Star. Ja, ich habe kein Geld mehr. okay, muss ein bisschen warten. Dann die Stunner Class 7, die Britannia. Passenger Eintrag. Die würde ich dann auch noch gern einsetzen. Und Physics of the Great Beer. Die würde ich dann auch noch auf die Strecke setzen. Schauen wir uns erstmal die hier an. Was? Nein! Oh, die klingt ja mal schon mal sehr nice. Oh, was ein Getöse. Hier geht's weiter vom Sound. Gehen wir mal ein bisschen nach vor. Oh, schöne Aufnahme, muss ich sagen. Also wirklich schnell wird's nicht. Wir haben jetzt hier eine theoretische Höchstgeschwindigkeit. Ja, 97. Garantiert wegen denen hier. Sehr nice. Gibt es ein paar schöne Cinematic-Cams bei dir? Nee, aber so. Oh, es gibt noch ein Highspeed-Rollgeräusch. Der ist viel zu viel Verkehr. Sehr cool. Ja, dann haben wir jetzt hier endlich mal die großen Dampfloks hier. Gehen wir hier wieder raus. Das gefällt mir sehr gut. Und also jetzt haben wir noch 12 Millionen, dann können wir gerade noch einen anderen machen. Nehmen wir mal eben gerade den hier. Das war jetzt den 9F, 144. Nehmen wir mal 7F. Dann schauen wir dich mal kurz an. Oh, ist auch eine Schönheit, muss ich schon sagen. Nehmen wir mal Cinematic Cam. Auch wieder ein wunderbares Rollgeräusch hier im Transport Fever. Nice. Die Britannia. Sehr gut. Ja, ich werde es noch mit den anderen Loks machen, dass wir hier ein bisschen unterschiedliche Sachen auf der Strecke haben und eventuell machen wir dann mit einer Region eine kleine Mitfahrt. Mal schauen, ob ich das irgendwie schön hinkriege, dass wir hier die meisten Loks sehen. Erfordert leider nur bis hierhin. Was steht denn hier gerade? Nee, den 9F wartet gerade wegen dem Regio. der übrigens keine Passagiere kriegt. Ich muss mir das mit dem Magneten nochmal anschauen, aber eigentlich wäre es schön gewesen, wenn da ein paar Leute hinkommen. Weil die Verbindung wäre da. Schau ich mir das hier nochmal an. Konfigurieren. Straßentyp keine Straße. Muss ich das vielleicht doch mit einer Straße machen? Aber verbunden wäre es gewesen. Vielleicht muss ich es auf Commercial ändern. Schauen, ob das was bringt. Boah, wie die kämpft. Also das Soundspektakel hier auf der Karte ist halt schon sehr nice. Und weg ist sie. Okay, also das war's erstmal für die Episode. Schreibt unbedingt in die Kommentare, ob ihr diese Speedbuilds sehen wollt und was natürlich von den Lokomotiven hält. Und wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr sagt, hey Bravura, bau doch mal das und das oder das, das machen. Ich bin offen für alles oder auch Anregungen. Also bitte gerne in den
in die Kommentare rein oder kommt einfach auf unseren Discord-Server. Würde mich freuen. Link ist in der Beschreibung. Also, bis denn dann. Tschüss.